Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen heute dazu kommen, dass wir so einen kleinen zellulären Automaten bauen. Und das Ziel ist, dass wir das erst einmal quasi zu Fuß machen und dann das Ganze nochmal in D3 machen. Das wollen wir dann wahrscheinlich nächste Stunde anfangen zu lernen. Und wir werden auch erstmal anfangen, das ganz simpel in HTML zu lösen. Und dann später kommen diese Dinge hinzu, die wir am Anfang uns schon angeschaut haben: SVG, Canvas und so weiter. Und als allererstes möchte ich noch mal ganz, ganz kurz auf das DOM eingehen. Also Sie hatten ja alle gesagt, dass Sie HTML kennen. Ich will Ihnen jetzt auch nicht noch mal HTML erklären, aber ich möchte noch mal ganz kurz 10, 15 Minuten auf den Zusammenhang zwischen dem Document Object Model und JavaScript eingehen. Darum schreibe ich hier mal so eine Mini-HTML-Seite, die wir gleich mal von JavaScript aus uns anschauen. Das ist der Doctype für HTML5 und dann geht es hier los mit HTML. Und da schreiben wir in den Head was rein. Und zwar erstmal nur einen Titel. Ups. Und ein Body gibt es auch. Und da haben wir eine Überschrift, der gebe ich eine ID. Das wird eine Einkaufsliste. Und darunter kommt eine Liste mit den Dingen, die eingekauft werden sollen. Hier gibt es noch eine ID. Das ist der erste Eintrag. Hier vergebe ich eine Klasse für diesen Eintrag. Und noch einen. Das ist die HTML-Seite, die wir eben gemacht haben, eine kleine Einkaufsliste. Das Wesentliche, um das Document Object Model zu verstehen, ist, dass man, wenn man HTML hat, ja sowas hat wie einen Baum. Also wir haben ganz oben ein HTML-Element, das ist das, was um alles drum steht. Und alle anderen Elemente in dem HTML sind Kinder davon oder Kinder von Kindern davon und so weiter. Wir haben also eine Baumstruktur, wo in dem HTML-Element ich ein Head-Element drin habe. Und ein Body-Element. Und in dem Head wiederum ist zum Beispiel hier in diesem Fall ein Title-Element drin. Und in dem Body-Element, wie Sie sehen, ist ein H2-Element drin und ein UL-Element drin. Und das UL-Element in diesem Fall hat noch weitere Kinder, die jeweils LI sind und, und. Also jede HTML-Datei, wenn sie vernünftig formatiert ist, kann ich mir vorstellen als so einen Baum, in dem ich Elemente habe, ihre Kinder. Das sind die, die auf der gleichen Ebene sind, sind dann in der Nomenklatur, die wir später benutzen werden, die Siblings, also sowas wie die Geschwister, die dann nebeneinander hängen. Und hier habe ich so eine Art Vater-Kind-Beziehung. Und was das DOM macht, das Document Object Model, ist, dass es mir, das macht der Browser für mich, aus dieser HTML-Seite eine Struktur aus Objekten zusammenbaut, die standardisiert ist und die im Prinzip so funktioniert wie dieser Baum hier. Das heißt, ich habe am Anfang ein Objekt, was für das ganze Dokument steht, und ich kann in dieses Objekt reinschauen und kann dann solche Dinge machen wie gib mir die Kinder oder die Kinder von den Kindern und so weiter. Und da gucken wir uns jetzt mal ganz kurz ein paar Beispiele für an. Die meisten von Ihnen werden sowas schon mal gemacht haben. Und da gilt das Gleiche wie schon bei vielen anderen Dingen, die ich Ihnen gesagt habe. Das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema, mit dem wir uns nicht beschäftigen können, weil die Zeit dafür nicht reicht, will ich auch gar nicht. Das finde ich jetzt gar nicht so spannend. Ich will jetzt nur mal so die Basics machen. Gerade so viel, dass es reicht für unseren kleinen zellulären Automaten. Und wir werden uns später auch gar nicht so im Detail mit diesen JavaScript-Funktionen dafür beschäftigen, weil die teilweise auch einfach ein bisschen umständlich sind. Aber zumindest so ein bisschen können wir mal hier drin rumspielen und sehen, was uns das so liefert. Eine Möglichkeit ist, dass ich hier auf diesen Elements-Reiter zum Beispiel in Chrome gehe. Hier habe ich dann den Source-Code
Und wenn ich jetzt auf einzelne Stellen von dem Source Code gehe, jetzt bin ich zum Beispiel auf das H2-Element gegangen, sehen Sie, das wird oben markiert. Das geht dann hauptsächlich um CSS zum Beispiel, wo ist das genau, wie viele Abstände sind da und so. Sie können aber auch auf so ein Element gehen, wie jetzt dieses H2 hier, und können auf rechts klicken und sowas eingeben wie Inspect DOM Properties. Dann bekommen Sie das Ding in unserer Konsole übergeben als das Objekt, was es tatsächlich ist. Ja? Und da können Sie jetzt zum Beispiel reingucken und sehen, dass das ein Objekt ist, was gleich von Anfang an unglaublich viele Properties und Methoden hat. Da kommen dann schon solche Begriffe vor, über die wir eben kurz gesprochen haben. Die Kinder und da werden irgendwo auch solche Dinge auftreten. Hier sind die Siblings, wo wir eben von gesprochen haben. Dann gibt es hier weiter unten, das sind die ganzen Events, reden wir auch noch irgendwann drüber. Sie sehen, das ist schon ein ziemlich komplexes Objekt. Hier sind die Eltern. Also dieses H2-Ding ist im Body drin. Darum sehen wir das hier. Das klappe ich mal wieder zu. Das ist also alles das, was man bekommt. Und dieses ganze Ding können Sie von einem JavaScript-Programm aus erreichen. Und zwar erreichen Sie die Wurzel dieses Baumes, wenn Sie einfach Document eingeben. Das ist immer vorgegeben. Dann bekommen Sie ein Dokumentobjekt, in dem dann, wie Sie sehen, die einzelnen Teile drin sind. Sie können sich da quasi so durchklicken. Natürlich können Sie sich im Programm nicht durchklicken, machen wir gleich noch. Also dieses Document-Objekt ist immer vordefiniert. Ich hatte Ihnen schon gesagt, es gibt auch immer das globale Objekt, das heißt Window, weil damit quasi diese Fehlermeldung hier können Sie ignorieren, weil damit das Fenster des Browsers quasi gemeint ist. Und Document ist eigentlich auch nur eine Abkürzung, das ist dasselbe wie Window-Document. Also Document ist eine Property des globalen Objektes. Sie kommen über das Fenster an das Dokument und dann können Sie da weiter runtergehen und können zum Beispiel den Titel der Website erreichen über Document Title und den Body der Website können Sie erreichen über Document Body. Das funktioniert aber nicht für alle Properties bzw. für alle Elementtypen. Die Methode, die auf jeden Fall funktioniert, zum Beispiel, ist, dass Sie Folgendes machen: Sie fragen nach allen Kindern von so einem Element. Das ist die Methode die Property Child Nodes. Und dann bekommen Sie sowas, was aussieht wie ein Array. Müssen wir gleich nochmal drüber reden, was das ist. Sie sehen, das fängt hier an mit der Doctype-Deklaration und dann dem eigentlichen Body. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, von diesem Ding, das Ding mit dem Index 1, also das zweite, das ist jetzt dieser HTML-Teil. Das ist ja wieder ein Element. Davon kann ich mir wieder die Kinder angucken. Das ist jetzt der Head, dann ist dazwischen irgendwas, was Text heißt und dann der Body. Warum ist hier zwischen Head und Body, gucken wir uns nochmal den Code an, noch wo einfach Text steht? Das ist einfach dieser Leerraum, der dazwischen ist. Wenn Sie jetzt mal, ich glaube, das kann man sehen. Hier sieht man es. Das ist der Datenteil von dieser Textnode. Der besteht nur aus einem Carriage Return und ein bisschen Leerzeichen. Das ist das zwischen dem Ende von Head und dem Anfang von Body hier. Das hat Chrome netterweise für uns hier auch mit reingepackt, aber meistens interessiert uns sowas ja gar nicht. Man muss sich nur darüber klar sein, dass solche Dinger da sind. Und jetzt kann ich hier wieder zum Beispiel sagen, von diesen Child Nodes nehme ich jetzt das dritte. Das wäre jetzt der Body. Und davon konnte ich mir wieder die Child Nodes angucken. Das wird natürlich dann mit der Zeit ein bisschen nervig, das immer so zu machen, sehr mühsam. Darum gibt es verschiedene Methoden, an Objekte gezielt ranzukommen. Eine Möglichkeit ist, dass man Objekte nach IDs sucht. Hier ist ja zum Beispiel eine ID und hier ist eine ID. Die Idee ist, obwohl der Browser sie deswegen normalerweise nicht ausschimpfen wird, dass sie eine ID nur einmal vergeben. Das soll eine eindeutige Bezeichnung sein. Also wenn ich jetzt hier beide Dinge First nenne, wird die Website trotzdem angezeigt werden. Aber dann ist der Sinn von IDs eigentlich weg. IDs sollen immer nur einmal vergeben werden. Und wenn ich mich daran halte, dann kann ich einzelne Elemente, egal wo sie im Baum sind, direkt erreichen mit der Funktion getElementById by ID. Was ich am Anfang immer falsch geschrieben habe, ist, dass ich ID so geschrieben habe, weil mir das irgendwie sinnvoll erschien. Aber man muss das so schreiben. Und dann geben Sie hier einfach die ID ein, zum Beispiel das eine Ding hieß First, und dann bekommen Sie direkt das Listenelement zurückgegeben. Und wenn Sie irgendwas eingeben, was nicht da ist, dann bekommen Sie halt Null zurück.
Und jetzt können Sie aber auch wieder auf dieses Ding direkt zugreifen. Das ist ja jetzt einfach ein Objekt und das Objekt hat auch Properties. Zum Beispiel hat das die Property-ID. Das überrascht uns jetzt nicht, dass das First heißt. Aber Sie können zum Beispiel auch auf den Text-Content zurückgreifen von dem Ding. Das wäre jetzt Wurst, weil das ja der Text-Content, also der Inhalt dieses Elementes hier ist. Und Sie können natürlich auch, hier oben ist unsere Einkaufsliste ja noch, sagen, eigentlich möchte ich heute doch lieber Hackfleisch essen. Und dann sehen Sie, wird das hier oben gleich geändert. Ja, also das ist überhaupt ja der ganze Sinn, warum es JavaScript gibt, dass Sie eine Website, die schon da ist, ändern können. Darum geht es ja überhaupt bei der ganzen Sache. Gut, also das ist die Möglichkeit, direkt auf Elemente zuzugreifen, wenn Sie eine ID haben. Im Allgemeinen werden Elemente aber nicht alle eine ID haben. Das wäre ziemlich viel Aufwand. Darum können Sie die auch mit anderen Methoden suchen. Ich sage Ihnen mal zwei davon. Wie gesagt, wir werden das später sowieso anders machen, darum müssen wir da jetzt nicht so ins Detail gehen. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie nach den Tag-Namen suchen. Also diese Dinger heißen Tags. Das ist zum Beispiel ein Head-Tag, das ist ein Body-Tag und so weiter. Und Sie können nach den Tag-Namen suchen, zum Beispiel wenn Sie jetzt alle LI-Elemente haben wollen, dann können Sie sagen Document get Elements by Tag Name. Wesentlich ist hier, dieses Ding heißt Get Element, da bekommen Sie ein Element zurück, weil wir davon ausgehen, dass es jede ID nur einmal gibt. Alle anderen Funktionen heißen Get Elements, weil es im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass es immer mehrere Elemente gibt. Selbst wenn Sie wissen, dass es nur eins gibt, werden Sie trotzdem eine Kollektion von Elementen zurückbekommen, die dann nur einen Teil hat. Sie bekommen immer mehrere, also immer so einen Container, in dem mehrere drin sind. Also ich hatte eben gesagt, wir wollen zum Beispiel mal alle Listenelemente haben. Und dann bekommen wir so ein Ding, was wieder eigentlich kein Array ist, aber so aussieht wie ein Array. Und Sie sehen, das hat drei Elemente. Da können wir jetzt teilweise so tun, als wäre es ein Array. Wir können zum Beispiel fragen, wie viele habe ich bekommen? Drei. Oder wir können sagen, ich möchte das erste haben. Das funktioniert. Wir werden aber gleich noch sehen, dass das leider kein Array ist. Manchmal ein bisschen schade. Und wenn ich jetzt mir meine Website angucke, da gibt es zum Beispiel nur ein Headline-Element, ein H2. Also wenn ich jetzt sage, hatte ich ja vorhin schon angekündigt, get elements by tag name H2, dann bekomme ich nicht das eine Element logischerweise, sondern eine Liste oder ein Ding, das aussieht wie ein Array, in dem nur ein Element drin ist. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, das sehen Sie ja hier, dass man auch Klassen vergibt. Das ist eine Sache, die viel eingesetzt wird für CSS, aber die man natürlich auch anders einsetzen kann, indem man verschiedene Dinge zusammenfasst. Wenn ich jetzt also nicht nach Tag Names suchen will, sondern nach Class Name, dann gebe ich jetzt hier zum Beispiel ein Veggie. Und Sie sehen, ich bekomme zwei Listenelemente zurück und nicht drei. Also die Wurst war nicht dabei, beziehungsweise das Hackfleisch, weil das nicht die Klasse Veggie hat. Und da kann ich jetzt auch solche Dinge machen wie, sagen wir mal, ich nehme mir eins von denen. Das ist jetzt das mit der Milch und dann sage ich, ich möchte hiervon zum Beispiel mal den Style haben. Also das ist jetzt das, was man normalerweise mit CSS regeln würde. Dann wird hier alles Mögliche gezeigt und davon interessiert mich eine bestimmte Sache, zum Beispiel die Farbe. Da ist bisher keine Farbe gesetzt, darum wird der Default-Wert genommen. Die möchte ich aber vielleicht auch ändern. Sagen wir mal, das soll grün sein, weil es ja Veggie ist. Dann können Sie jetzt hoffentlich sehen, dass die Milch jetzt hier grün geworden ist. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, wo es schade ist, dass das kein Array ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte alle vegetarischen Zutaten auf Rot setzen, wenn das ein Array wäre, dann könnte ich an dieser Stelle zum Beispiel for each anwenden und könnte sagen, ich wende folgende Funktion an. Jedes Element nehme ich mir und bei diesem Element setze ich von dem Style die Farbe auf Rot. Das wäre toll. Sie werden aber sehen, dass das nicht klappt, weil er nämlich sagt, das ist gar kein Array, Edgy Badge, das sah nur so aus. Das ist ein Objekt vom Typ NodeList und das hat keine Methode for each. Wir hatten so ein Problem ja eben schon mal. Man kann das aber beheben, ist aber ein bisschen aufwendig. Die meisten modernen Browser können solche Funktionen wie Slice und so, die für Arrays gedacht sind, auch auf Objekte anwenden, die eigentlich keine Arrays sind. Und insbesondere mit Slice können Sie quasi aus einem Array oder aus einem Ding, was aussieht wie ein Array, das ganze Ding rausschneiden. Das heißt mit anderen Worten, Sie machen einfach eine Kopie und die Kopie ist dann ein Array. Das Problem ist nur, Slice ist ja eine Methode von Arrays und Sie haben ja noch gar kein Array.
Also müssen Sie an das statische Array-Objekt rangehen, sich davon den Prototypen nehmen, von diesem Prototypen die Funktion Slice anwenden und die aufrufen. Und dann müssen Sie dieser aufzurufenden Funktion sagen, dass es ein anderes This-Objekt nehmen muss. Ich zeige Ihnen mal, wie das geht, müssen Sie jetzt nicht merken, aber man kann halt, wenn es wirklich mal nötig ist, solche Dinge, das müssen Sie dann ja auch im Allgemeinen nur einmal machen, umwandeln in ein Array. Also nochmal, ich nehme das statische Array-Objekt, davon den Prototypen. Dieser Prototyp hat eine Methode Slice, die rufe ich auf. Und zwar möchte ich die natürlich nicht mit dem Prototypen aufrufen, sondern ich möchte ein anderes This reingeben, nämlich das hier. Das Pseudo-Array aller Veggie-Objekte, das füge ich hier ein. Das, was ich jetzt hier stehen habe, sliced aus dieser Liste ein Array raus. Können wir uns vielleicht ja mal angucken. Das sieht jetzt in der Konsole eigentlich genauso aus. Ja? Nur, dass es jetzt wirklich ein Array ist. Das heißt, auf dieses Ding kann ich jetzt wirklich for each anwenden. Und da hänge ich jetzt das hinter, was ich hier eben die ganze Zeit schon tun wollte. Also das hier, warten Sie mal. Nee, doch, das kann ich einfach nehmen. Und jetzt probieren wir mal, was jetzt passiert. Und jetzt haben Sie gesehen, hat er wirklich schwupps alles auf rot geändert. Ja? Das kann man also alles machen. Sie sehen aber schon, das wird alles ein bisschen umständlich. Da muss man relativ viel schreiben, diese ganzen Get-Element-By und so weiter. Macht nicht so richtig Spaß. Das ist eine ganze Wissenschaft. Es gibt ganze Bücher über das Document Object Model. Können Sie sich gerne mal durchlesen, wenn Sie Lust haben. Möchte ich mich jetzt aber auch nicht weiter mit beschäftigen. Wir werden gleich oder nächste Woche eine Library benutzen, die uns das ein bisschen leichter macht. Und viele von Ihnen haben auch schon mal solche Libraries benutzt. Der Klassiker ist eigentlich jQuery. Das war, glaube ich, die erste weit verbreitete Library, die die Idee übernommen hat, dass man nicht direkt immer mit diesen Get-Element-By-Methoden arbeitet, sondern anders an sowas rangeht. Und inzwischen sind solche Ideen wie die von jQuery auch teilweise in die Browser schon eingeflossen. Darum werden wir das, abgesehen von unserem allerersten Beispiel mit den zellulären Automaten, dann auch wieder vergessen. Aber man sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass man hier diesen DOM-Tree hat und wie man da rangehen kann und was man mit dem macht und so weiter.